Ja, moin moin, herzlich willkommen bei Whisky World Hamburg. Nach langer Pause kann ich endlich wieder für euch weitere Videos drehen. Heute haben wir wieder mal einen schönen Glendronach in Fassstärke, das Batch 3. Den 15er Tawny Port Finish habe ich euch schon vorgestellt. Ja, was habe ich hier noch? Dann einmal den Batch 1 stehen. Batch 2 habe ich auch noch irgendwo. Ganz neu rausgekommen, der Glendronach Tawny Port, der jetzt den 15er abgelöst hat. Wenn ihr den 15er kriegt, haltet euch ran, wird es nicht mehr lange geben. Ob diese Abfüllung hier limitiert ist, schwer zu sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die Abfüllung in Fassstärke von Glendronach, leider ohne Altersangabe. Ich weiß jetzt auch nicht, ich vermute mal, es werden 8, 9, 10, 11, 12-jährige Whiskys zusammengemischt sein, wird natürlich, wie es standardmäßig bei Glendronach ist, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, wird nicht verdünnt, deswegen Fassstärke, der hat jetzt, lass mich mal gucken, 54,9 Volumenprozent. Ich werde ihn nicht mit Wasser verdünnen, mache ich eigentlich grundsätzlich nicht, aber ich werde hiernach auch kein Whisky mehr verkosten, deswegen ist es mir um meine Geschmacksknospen eigentlich relativ egal gleich. Wie auch beim Tawny Port, ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, wieder eine sehr schöne, dunkle Bernsteinfarbe. Eine tolle Verpackung, Glendronach sowieso. Immer ganz tolle Verpackung, finde ich, ganz schlicht gemacht. Ja, was gibt es zum Whisky zu sagen? Gereift ist er in einer Kombination aus El Roso und Pedro Ximénez Sherryfässern. Sehr süß, sehr fruchtig wird er sein. Die Sherryfässer geben sehr viel Süße ab. Ja, Batch 3 limitiert. Lasst mich lügen, ich glaube, es waren 19.000 Flaschen weltweit beim Batch 1 und Batch 2. Nein, beim Batch 2 und Batch 3. Batch 1 war, glaube ich, 12.000. Ich musste lügen, das steht nicht auf der Flasche drauf, aber ich habe es mir tatsächlich einmal notiert. Ja, 12.000 Flaschen. Das ist Batch 1. Batch 1 auch schon leider vergriffen. Bei eBay gehen die Preise mittlerweile schon an die 90 Euro. Das Batch 3, ich denke, es wird ein viertes, fünftes, sechstes und so weiter folgen. Preislich 55 bis 60 Euro. Für einen Whisky ohne Altersangabe ja schon dürftig, schon teuer. Aber ich muss sagen, er ist es wert. Ich habe ihn probiert und er ist es wirklich wert. Er schmeckt sehr, sehr gut. Ja, was soll ich euch noch zu dem Whisky erzählen? Geschmacksnotizen. Goldener Sirup, Rum, Rosinen, Mandelnote, getoastete Eiche, verbrannte Eiche, Kokosnuss, wärmend, sehr tief. Ich würde einfach sagen, wir probieren ihn mal. Und nicht lange schnacken. Ja, Glendronach Geschichte habe ich eigentlich schon im ersten Whisky erzählt. 1826 gegründet. Der James Allardyce ist damals durch die Gegend gezogen und hat im Rotlichtmilieu sein Whisky versucht unterzubringen. Was ihm auch sehr gut gelungen ist, muss ich sagen. Ja, die Süße kommt gleich durch. Ja, gute zwei Schlücke. Eine tolle Farbe, eine schöne Flasche, ganz toll, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, ihr könnt die jetzt gut sehen. So, dann wollen wir mal gucken, was wir da rauskriegen. Aus dem jungen Whisky. Ich denke mal, mehr als 10 Jahre wird er nicht haben. Ja, die Süße steht sofort da. Diese Sultanien Rosinen kann ich alle finden. Ich habe dann immer so bei diesen Pedro Ximénez oder Rosefässern, da
was jetzt gerade gut reinpasst. So diese weihnachtlichen Gerüche. Spekulatius, Toffee Marzipan. Kommt immer wieder durch. Man riecht auch schon den Alkohol raus, die 54%. 54,9% machen sich bemerkbar. Es geht so ein bisschen an die Nasenschleimhäute. Vorsichtig riechen. Ja, also die Süße ist sehr dominant. Kokos kann ich nicht finden. Eiche, leicht Eiche. Also Süße, das Phenolische ist schon sehr dominant. Oh, mal probieren. Slanche. Sehr voll. Leicht brennend. Voll. Süßlich. Während den ganzen in unserem Speichelfluss kommt, die 54% machen sich bemerkbar. Nicht unangenehm. Sehr mundausfüllend, sehr wärmend. Kommt jetzt richtig warm hier überall runter. Sehr süß, jetzt ein bisschen trocken im Abgang. Belegt so richtig die Geschmacksnerven. Schokoladig, Spekulatius, Keks. Ja, wieder ein sehr guter Glendronach. Ich probiere gleich nochmal. Fantastisch. Sehr raumausfüllend. Also wer Fassstärke nicht mag, sollte ihn wirklich verdünnen. Er belegt schon wirklich sehr die Mundwände in die Zunge. Aber ein toller, wärmender, sehr voller Abgang. Wirklich, da ist sehr viel. Diese Eiche macht sich bemerkbar. Die Nase, das Toffee, die Süße, die Sherryfässer. Kommt alles wunderbar zur Geltung. Ich denke mal, dieses Brennen kommt auch wirklich auch mitunter durch seine, ja, Unreife, will ich jetzt einfach mal sagen. Da er noch wirklich sehr jung ist und dafür, dass er Fassstärke ist, kommen die Whisky-Fässer ihm, glaube ich, noch nicht so viel Phenolische so weit entziehen, dass er wirklich noch diese Mälde kriegt. Also er ist schon ein richtiger Hammer, der knallt richtig rein. Ja, schaut nach, ob ihr den noch bekommt. Batch 3 dürfte erhältlich sein. Batch 2 ist auch teilweise noch erhältlich. Ja, ich denke mal, die Geschmacksunterschiede, ich habe Batch 1 und 2 noch nicht probiert, werden nicht sonderlich verschieden sein. Entschuldigung. Ansonsten kann ich euch empfehlen, ist glaube ich gestern rausgekommen, der Glendronach 1995, 19 Jahre alt. Jetzt weiß ich allerdings nicht, in welchen Fässern er gereift wurde. Kommt um die 90 Euro, holt ihn euch, wird es nicht lange geben. Jetzt zur Weihnachtszeit sowieso, wird schnell weg sein. Vielleicht kosten wir ihn das nächste Mal. Ich habe ihn schon bestellt. Mal schauen, ob er hier auf dem Tisch landet. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Anregungen, Kommentare sind immer willkommen. Wenn ihr Whisky sucht, immer Whisky Gold Hamburg, einfach mal bei eBay reinschauen. Sucht meinen Namen. Da sind immer ein paar schöne Whiskys dabei. Vielleicht ist irgendwas, was euch interessiert.
Ja, herzlichen Dank und bis bald. Tschüss.